Hallihallo, hier ist der Christoph von Startnuss.ch. Ihr seht mich hier in Conakry, der Hauptstadt von Guinea, französische ehemalige Kolonie in Afrika. Hier bin ich und mache heute ein kleines Video zum Thema Portugal. Ja, ich bin nicht in Portugal, ich war in der portugiesischen Kolonie Guinea-Bissau die ganze letzte Woche. Aber viele Leser haben mich nach Portugal gefragt, weil es mit dem NHR-Programm und auch für Krypto ja relativ gute Bedingungen bietet. Also was hat es mit diesem NHR-Programm in Portugal eigentlich auf sich? Und ist Portugal ein gutes Land für Krypto? Das muss ich leider verneinen. Also Portugal kann interessant sein für gewisse Anwendungsfälle, ist für den typischen Krypto-Investor aber nicht so gut geeignet. Da gibt es bessere Länder. Das Hauptproblem von Portugal ist folgendes: Portugal hat eine sehr hohe Einkommenssteuer, bis zu 55% im Spitzensteuersatz, plus noch Sozialabgaben obendrauf. Also erstmal als Selbstständiger oder jeder, der irgendeine Form von Einkommen zieht, ist es eine relativ schlechte Lösung. Und zwar sind Kryptokapitalerträge steuerfrei, aber auch nur dann, wenn das Ganze privat veranlagt ist. Das heißt, wenn es nur hin und wieder mal verkauft wird. Jeder, der gewerblich tradet, der professionell tradet, Daytrader ist, der zahlt portugiesische Einkommenssteuer zu den immens hohen Sätzen, die ich eben genannt habe. Also Portugal kann da eine wirkliche Steuerfalle sein. Genauso sieht es aus, wenn man Liquidity Mining, Staking, normales Mining oder andere Kryptoeinkünfte hat. Die sind ebenfalls nicht steuerfrei, sondern fallen auch unter die Einkommenssteuer. Das heißt, Portugal ist nur dann für Kryptoinvestoren interessant, wenn sie hin und wieder mal ihr Kryptovermögen veräußern. Das kann aktuell noch steuerfrei geschehen. Ist allerdings auch die Frage, wie lange. Weil in Portugal ist es normalerweise so, selbst wenn mit diesem Sonderstatus, naja, da komme ich gleich zu, dass man Kapitalerträge versteuern muss. Die werden dann pauschal mit 28% versteuert, also immerhin nicht mit der Einkommenssteuer, aber doch immer noch mit einer relativ hohen Summe. Und es mehren sich aktuell die Gerüchte, ohne dass sie bestätigt sind, dass es eben auch für Krypto bald Anwendung finden dürfte. Und dann fallen eben auch Kryptos unter 28% Besteuerung. Das ist noch nicht confirmed, aber das sollte man im Blickpunkt behalten, dass sich solche Regularien gerade bei Krypto relativ schnell ändern können. Das heißt, da sollte man sich jetzt nicht irgendwie zu weit ins System begeben, sich dort eine Immobilie zu kaufen, ohne dann dort irgendwie festzustellen, dass es auf einmal ganz anders aussieht. Portugal kann aber trotzdem interessant sein für Kryptoinvestoren, aber man muss es richtig gestalten. Und das heißt, das sogenannte NHR-Programm in Anspruch zu nehmen. NHR heißt Não Residente Habitual, Non-Habitual Resident. Das heißt ganz einfach, es ist eine Art Sonderprogramm, ein besonderer Steuerstatus, der euch 10 Jahre zusteht, wenn ihr nach Portugal einwandert und keine Portugiesen seid, beziehungsweise die letzten 10 Jahre nicht in Portugal gewohnt habt. Also wenn ihr schon in Portugal lebt, könnt ihr das leider nicht in Anspruch nehmen. Nur wenn ihr in den letzten 10 Jahren nicht in Portugal unbeschränkt steuerpflichtig wart. Und dieser NHR-Status ist recht populär geworden. Es gibt auch immer mal wieder Anbieter, die ihn aggressiv vermarkten, ihn besser vermarkten, als er eigentlich ist. Also ich habe es gerade letzte Woche wieder gelesen, da wurde mit kompletter Steuerfreiheit auf Auslandseinkommen und so weiter geworben. Das ist nicht der Fall in Portugal. Also solche Aussagen sind gefährlich. Portugal kann steuerfrei auf Auslandseinkommen sein, aber nur unter ganz gewissen, relativ engen Bedingungen. Der Hauptanwendungsfall in Portugal ist folgender. Portugal hat mit vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen und in vielen dieser Ländern ist eben vereinbart, dass Renteneinkünfte nur in Portugal versteuert werden dürfen. Also dass quasi anderen Ländern die beschränkte Steuerpflicht, die sie auf Renten erheben, geklaut wird. Das ist allerdings bei Deutschland nicht der Fall. Also bei Deutschen ist es besser, nach Griechenland zu gehen. Die haben mit Deutschland eben das DBA vereinbart, dass die deutsche beschränkte Steuerpflicht aufhebt. Das habe ich in einem der vergangenen Videos erklärt. Und die deutschen Renten werden nur mit 7% in Griechenland versteuert. Aber in vielen anderen Ländern ist es so, dass es eben so ist, dass in Portugal eben die Rente dann nur in Portugal versteuert werden darf und das mit 10%. Portugal ist weiterhin interessant für Unternehmer und für Unternehmensinvestoren in Unternehmensbeteiligung. Weil obwohl Portugal für normale Kursgewinne nicht attraktiv ist, ist es sehr interessant für Dividenden. Das heißt, Dividenden können in Portugal komplett steuerfrei sein. Wichtig ist nur, dass sie aus dem europäischen Ausland kommen, beziehungsweise jedem Ausland, das mit Portugal ein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen hat. Man muss jetzt aber ganz genau in dieses Doppelbesteuerungsabkommen reinschauen. Es muss ein sogenannter Steuervorbehalt dort vereinbart sein, wenn es keine Quellensteuer gibt, oder es muss eben eine Quellensteuer im anderen Land erhoben werden,
Sobald es eine Quellensteuer gibt in einem Land mit Doppelbesteuerungsabkommen, kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass das Ganze in Portugal steuerfrei ist. Für den typischen Unternehmer gibt es aber natürlich Hürden. Ja, also Portugal hat ähnlich strenge Außensteuergesetze wie Deutschland. Das heißt, wenn man in Portugal lebt und einfach mal eine Briefkastengesellschaft irgendwo macht, wird das nicht klappen. Das heißt, ihr müsst dann an diesem Standort, wo ihr die Firma habt, auch eine Betriebsstätte machen, möglichst einen Mitarbeiter, Geschäftsführer einstellen. Und dann könnt ihr auch als Unternehmer Portugal als steuerfreien Wohnsitz nutzen. Da bieten sich eben meistens andere EU-Länder an. Sehr interessant ist zum Beispiel Rumänien. Rumänien zahlt man nur 1% Steuer auf die erste Million Euro Umsatz bei einem Angestellten und Betriebsstätte, die man, wie gesagt, eh braucht, von Portugal aus. Und dann zahlt man 1% in Rumänien, man zahlt 5% Quellensteuer in Rumänien, aber durch diese 5% Quellensteuer ist man in Portugal komplett steuerfrei. Genauso gut kann man das natürlich auch zum Beispiel in Malta kombinieren. 5% auch Dividenden aus Malta sind in Portugal komplett steuerfrei. Und es gibt natürlich auch noch einige andere Länder, die man dafür nutzen kann, aber wesentlich ist, es muss eine Kapitalgesellschaft sein. Die Kapitalgesellschaft darf nicht auf der schwarzen Liste sein und die ist relativ groß in Portugal. Sie muss möglichst aus einem Land mit Doppelbesteuerungsabkommen kommen, damit das Ganze steuerfrei ist. Also es kann sehr viel interessant sein für viele Investoren, die zum Beispiel auch an deutschen Firmen oder an anderen internationalen Firmen in besseren Ländern beteiligt sind, größere Unternehmensbeteiligungen haben, weil natürlich das Doppelbesteuerungsabkommen von Portugal mit diesen Ländern auch die Quellensteuer reduziert. Ja, im Fall von Deutschland ist es so, dass GmbH-Anteile nicht mehr 25% Quellensteuer unterliegen, sondern nur noch 15%. Und diese 15% sind dann eben die einzige Steuer auf die GmbH-Anteile, auf die Dividenden, weil in Portugal eben keine Steuern anfallen. Das heißt, wenn ihr nur passive Investoren seid, ideal. Wenn ihr auch aktiv Geschäftsführer einer Firma seid, dann müsst ihr euch um die Substanz im Ausland kümmern, um den portugiesischen Wohnsitz steuerfrei zu nutzen. Das Ganze hat nichts mit den bestimmten Berufen zu tun. Das findet ihr immer wieder, wenn ihr den NRR-Status googelt. Es gibt eine Liste von 50 besonders qualifizierten Berufen, die Portugal im Land haben möchte. Das ist ein großer Teil der typischen freien Berufe und noch einiges weitere. Das ist nicht nötig, um diese steuerfreien Dividenden in Anspruch zu nehmen. Diese Liste an Berufen ist dazu gedacht, die Steuer für Selbstständige in Portugal selbst zu verringern. Das heißt, wenn ihr zu diesen bestimmten Berufen gehört, dann zahlt ihr auf portugiesisches Einkommen, auf Kunden vor Ort nur noch 20%, statt die progressiven bis zu 55%. Und ihr seid theoretisch auf gewisse Auslandseinkünfte steuerfrei. Das kommt dann wieder auf das Doppelbesteuerungsabkommen an und mit Deutschland und Österreich sieht das Doppelbesteuerungsabkommen eben nicht vor, dass diese Einkünfte steuerfrei sind. Das heißt, sie werden weiterhin mit 20% in Portugal besteuert. Aber mit gewissen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, ist es dort der Fall, dass auch Kunden aus Großbritannien steuerfrei über einen Freelancer in Portugal abgerechnet werden können. Man muss aber aufpassen, weil es geht nicht nur um die Steuern. Portugal hat auch relativ hohe Sozialbeiträge, die natürlich für Freelancer voll anfallen. Also grundsätzlich ist es Unternehmern geraten, in Portugal mit einer EU-Firma mit Substanz zu agieren und sich die Dividenden steuerfrei auszuschütten. Weitere Vorteile des NRR-Wohnsitzes bestehen nicht. Ja, also es gibt keinerlei Vorteile für Kursgewinne, für Dividenden, für Krypto. Es gibt gewisse Vorteile grundsätzlich beim Portugal-Wohnsitz, was Lizenzgebühren betrifft. Also wenn man zum Beispiel Schriftsteller ist und Lizenzgebühren von Verlagen und Ähnlichem bekommt, wird das nur mit der Hälfte besteuert. Aber hauptsächlich geht es beim NRR-Status eben um Renten und um Dividenden. Und den NRR-Status muss man gesondert beantragen. Das ging früher relativ schnell und automatisch. Mittlerweile wird dieser Status auch häufiger abgelehnt. Das heißt, man sollte sich einen guten Anwalt nehmen in Portugal und die Bewerbung gut gestalten, damit dieser NRR-Status eben auch akzeptiert wird. Weil wenn nicht, ist Portugal eine ziemliche Steuerhölle. Portugal ist natürlich ein cooles Land, was mir selbst sehr gut zum Leben gefällt. Aber wenn man dort nur einen Teil des Jahres leben will oder dort eine Immobilie haben will, muss man sich natürlich auch gar nicht anmelden. Also Portugal ist durchaus ein Land, wo man sich eine Immobilie mieten oder kaufen kann und ein halbes Jahr verbringen kann, ohne überhaupt eine Steuerpflicht auszulösen. Und im Gegenzug ist es eben auch für das NRR-Programm relevant. Man kann sich zwar ohne Mindestaufenthalt in Portugal anmelden und auch das NRR-Programm nutzen, aber man sollte schon eine gewisse Zeit in Portugal verbringen.
Und ein Steuerzertifikat, das ist zum Beispiel wichtig, wenn ihr noch die Wegzugsbesteuerung in Deutschland stunden wollt, gibt es erst dann, wenn ihr eben wirklich 6 Monate vor Ort seid. Also zum Beispiel bei der Stundung von Wegzugsbesteuerung oder eben auch in Anspruchnahme von DBAs auf persönlicher Ebene muss man offiziell ein halbes Jahr im Land verbringen, sonst kann man eben diese DBAs nicht beanspruchen. Und das kann eben bei diesen Steuerthemen extrem relevant sein. Das heißt, Portugal kann euch, wenn ihr dann kein Steuerzertifikat habt, sagen, ihr seid zwar steuerpflichtig, aber ihr könnt das DBA nicht nutzen und deshalb stehen euch diese Vorteile, die sich, sag ich mal, aus dem DBA ergeben, nicht zu. Also es kann relativ tricky sein. In Portugal ist es theoretisch möglich, ohne Mindestaufenthalt zu leben, aber es empfiehlt sich aus Gründen der Doppelbesteuerungsabkommen doch in Portugal ein halbes Jahr zu leben, wenn man den Steuerwohnsitz dort nicht nur nutzen möchte. Wenn ihr weniger als ein halbes Jahr dort leben möchtet, wie gesagt, müsst ihr euch gar nicht anmelden. Dann könnt ihr auch einfach Perpetual Traveler mit Wohnung und Co. in Portugal sein. So viel zum Thema Portugal. Portugal kann ein extrem interessantes Land sein, steuerlich, aber man muss auf gewisse Dinge aufpassen. Das habe ich in diesem Video ein bisschen zusammengefasst für euch und hoffe, dass ihr euch davon inspirieren lässt. Viele Grüße aus Guinea-Conakry. Ich melde mich bald wieder mit weiteren Videos. Euer Christoph von staatenlos.ch.